Wir wickeln ein Armband. Dazu brauchen wir einen Tetrapack, den wir aufschneiden und Streifen schneiden. Ich habe jetzt hier ein Armband mit 2,5 cm Breite und 20 cm Länge. Und hier habe ich eins, auch 2,5 Breite und 13 cm Länge. Man kann Wolle verwenden, man kann auch Garn verwenden. Wichtig, einfach einen Reißtest. Ich verwende Garn. Ganz zu Beginn muss dieses Garn hier befestigt werden. Dazu nehme ich einen Klebestreifen. Kommt ganz an den Rand hin. Und damit hier auch noch Klebestreifen ist, nehme ich noch einen. Ich klebe es auf die Rückseite. Anschließend lege ich das Garn ganz genau an das Ende vom Streifen und an den Anfang vom Klebestreifen. Ich lasse den Verschluss hängen, drücke es hin und halte es jetzt einfach hier fest. Und dann kann ich den Klebestreifen drüber klappen. Gut festdrücken und schon geht das Wickeln los. Ich halte und fange zum Wickeln an. Am Anfang ist es ein bisschen schwieriger, aber es geht trotzdem leicht. So, jetzt ist es mir zu locker. Dann schiebe ich es einfach schön zusammen. Dann geht es weiter. Nicht zu fest, aber auch nicht zu locker. Also das wäre zu locker. Und wenn ich zu fest wickle, dann kann ich es nicht mehr zusammenschieben. Kontrolle. Ja, sieht gut aus, aber ein bisschen schiebe ich es zusammen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht drüber wickle, sondern immer nur daneben. Kann auch so zusammenschieben, hier greifen und zurückziehen. Da. Und zurückschieben. So, nochmal zusammenschieben. Und jetzt wird der Faden mit Klebstoff befestigt. Ich verwende einen Klebestift. Es geht auch Flüssigkleber und es geht auch Bastelkleber. Wichtig ist, dass diese Kante auch beklebt wird. Also ich setze an und ziehe es über die Kante. Und das mache ich nicht nur von oben, sondern auch von unten. Jetzt ist wichtig, dass wir beim Wickeln gleich ganz anliegend wickeln. Weil das Schieben geht jetzt nicht mehr so gut. Und dann kriegt man klebrige Finger und die Oberfläche von dem Garn nicht schön. Jetzt schaue ich, auf der Seite habe ich angefangen, unten, und dann höre ich oben auf. Und fertig. Schneide ich es gleich lang ab. Und fertig ist das Armband. Ich biege es vor, dann hat es auch gleich die Form vom Armband. So, da darf ich jetzt nicht dran ziehen. Das hier ist getrocknet und da sieht man wirklich, dass halt